Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Bundeskabinett reist heute zu Regierungsgesprächen nach Polen. Kanzlerin Merkel und ihre Minister wollen mit ihren Amtskollegen über die Zusammenarbeit beider Länder sowie über die Europa- und Sicherheitspolitik beraten. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sind angespannt, seit die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit in Warschau regiert. Die polnische Regierung kritisiert besonders die deutsche Flüchtlingspolitik und die geplante Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland. Für Unruhe sorgen auch Forderungen nach Reparationszahlungen für Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, hat die CDU vor einem Kurswechsel weg von der politischen Mitte gewarnt. Eine Achsenverschiebung nach rechts wäre falsch, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Der Unionsvize reagiert damit offenbar auf jüngste Äußerungen von Gesundheitsminister Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Merz. Beide kandidieren für die Nachfolge von Parteichefin Merkel. Laschet hatte entgegen vieler Erwartungen eine eigene Bewerbung vorerst ausgeschlossen. Brasiliens künftiger Präsident Bolsonaro hat angekündigt, die Botschaft seines Landes in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Auf Twitter schrieb er, Israel sei ein souveräner Staat. Brasilien akzeptiere das. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer gehen heute in eine zweite Runde. Die GDL fordert 7,5% mehr Geld bei einer zweijährigen Laufzeit. Außerdem will sie unter anderem Ruhezeiten zwischen den Schichten und Pausen für die etwa 36.000 Mitarbeiter konkreter festlegen. Ein Tarifangebot der Bahn liegt bislang nicht vor. Die Tagesschau meldet sich wieder um 6 Uhr. Und nun zurück zu Anna Planken und Till Nassif.